liebe Grillfreunde, hier ist wieder euer Team von Sackpfeife Barbecue Weimar. Wir haben ein wunderschönes Wetter, ideal zum Grillen. Und wir machen heute ein Maishähnchen auf dem Drehspieß. Natürlich gehen wir zuerst zu den Zutaten. Wir haben hier ein 1,5 Kilo Maishähnchen. Man sieht es an der ein bisschen gelben Farbe. Und das Maishühnchen Hähnchen hat hier diesen Bibberle drin. Wenn man das grillt und es soll wohl dann, wenn es gut ist, das Fleisch, springt der Bibberle raus und man könnte es vom Grill nehmen. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Als Gewürz nehme ich hier von Ankerkraut das Texas Chicken. Zum Festbinden der Flügel und Beine nehme ich eine Schinkenkordel und vorher reibe ich das Hähnchen noch mit Olivenöl rein, damit das Rab ein bisschen besser hält. Natürlich brauchen wir ein scharfes Messer, das zeige ich euch gleich warum. Und da bereiten wir das jetzt mal vor. Eine wichtige Sache müssen wir unbedingt machen, vorschneiden. Und zwar, das ist ähnlich wie bei den Drumsticks, damit das nicht alles aufreißt, die Haut, und dass sich ein bisschen hier schöne Keulen bilden, mache ich das immer so, schneide hier die Haut rein, ringsrum am Knochen. So. Und jetzt stülpt ihr hier diesen Knorpel um den Knochen rum, um das Gelenk. So Freunde, wir haben jetzt mal hier den Knorpel abgemacht, wie ihr seht. Und da zieht sich dann das Fleisch hier hoch und das werden so richtig kleine Kugeln dann beim Grillen. Weil hier reißt es dann normalerweise und ich habe auch die Beine von Sehnen befreit. Und jetzt würzen wir das mit dem Rab und vorher kommt das Olivenöl drauf. So. Schluck Olivenöl, nicht zu viel. Das muss nicht schwimmen, das Hühnchen. Bloß so ein bisschen einreiben. Dann hält auch das Rab besser. So, da noch einen kleinen Schluck. Okay, und jetzt das Rab drauf. Und dann richtig gut drauf. Man könnte natürlich das jetzt alles schön unter die Haut auch machen, aber man muss es nicht. Das wird unter die Achseln verreiben? Jawohl, unter den Armen, genau. Das riecht gut. Ja, mal sehen, wie es schmeckt. Nach dem Grillen. So, wir lassen das Hühnchen jetzt noch ein bisschen liegen. Ein trockener Fisch. Jawohl. So, wir lassen das jetzt noch ein bisschen liegen. In der Zeit mache ich den Grill an und ja, wir schauen uns mal den Drehspieß an. Ich habe noch ganz vergessen. Also die Beine, die werden wir mal zusammenbinden und die Flügel. Warum? Weil wenn die zu weit weg sind, kann es sein, dass die euch dann verbrennen. Das wäre dann auch schade. Das wäre nicht so gut. So. Gut dem Dinge. So Freunde, wir sind jetzt am Grill und ich zeige euch schnell mal, wie ich die Kohle verteilt habe im Grill. Erkläre mal kurz was zum Drehspieß und dann hängen wir das Hähnchen ein. So, wie ihr seht, ist jetzt hier der Moyesta-Ring drauf. Hier ist der Motor. Die ganze Geschichte stelle ich euch noch mal in einem separaten Video vor. Hier ist der Drehspieß, hier ist die Achse vom Drehspieß, also wir wollen unser Hähnchen im indirekten Bereich hochziehen, also garen, und habe dann die Körbe hinten und vorn platziert, in der Mitte eine Abtropfschale. Okay, das ist eigentlich schon soweit alles. Wir spießen jetzt das Hähnchen auf und hängen den Spieß rein. Ich zeige noch mal kurz hier. Von oben, ich hoffe man sieht es jetzt besser, ich weiß es nicht genau. So schlechtes Licht hier auf dem Monitor, dass man nicht sieht, was man filmt. So, ich glaube man sieht es jetzt, alles klar. Gut, okay, also. Schön gehabt. So, wir gehen einfach hier rein. Da wieder raus, das ist ganz normal. So. Und spießen das ein bisschen auf.
dann die Gegenklammer. Möglichst so, dass er nicht in die Schenkel reinspießt. So, das langt schon. Okay, so sieht der Spieß aus und jetzt hängen wir ihn rein. Okay, er könnte passen. Der Spieß hängt drin, ein bisschen einjustiert. So, und dann geben wir mal Gas. Gucken mal, wie es sich dreht. Dreht ohne zu gucken? Optimal. So, wir gucken jetzt alle halbe Stunde mal nach, was das Hähnchen macht. Ansonsten so circa anderthalb Stunde und dann können wir es rausholen, das Hähnchen. Bis später. Ciao. Freunde, wir haben jetzt die ganze Sache 75 Minuten auf dem Drehspieß und ich kläse schon immer ab und zu mal. Das habe ich euch noch unterschlagen. Also ich mache mir ein Kläs aus Bier- und Ahornsirup und fahre da immer so ab und zu mal drüber. Genauso wie jetzt. Die Temperatur ist nämlich schon gut, die Innentemperatur. Ich lese jetzt das letzte Mal. Ihr seht hier, der Stopfen ist aus. Okay. So, jetzt mache ich den Deckel nochmal zu und lasse mal richtig Temperatur drauf kriegen, dass man die Haut schön groß kriegt. Und dann holen wir es raus. Bis dann. Nach ungefähr anderthalb Stunden nehmen wir jetzt das Hähnchen vom Drehspieß. So Freunde, jetzt nehme ich den Spieß raus. So, also das lasse ich aus. So. Löst sich schon das Fleisch? Ja. So, jetzt muss ich rüber schwenken. Ja. Okay. Das mal so hin, also. Okay. Hier ist unser Dübel rausgefallen. Ich zeig den mal. Ja, das ist dieser Dübel, der drin ist und der anzeigt, wann das Hähnchen gut ist. Wenn der rausspringt, ist das Hähnchen gut. So. Okay. Gut. Dann machen wir das mal für einen Teller zurecht, zum Kosten und zum Fazit. Bis gleich. So Freunde, und jetzt kosten wir mal. Ich schneide mir mal ein Beinchen aus. Auch saftig ist es schon mal. Wir hatten doch da die Beinchen, da das, die Haut weggeschnitten. Lässt sich gut anfassen dann beim Essen auch und sieht besser aus. So, koste ich mal. Nehme ich eine Gabel, ja, nehme ich erstmal die Haut. So, kosten. Vorsicht heiß. Das Rappe ist gut. Bisschen eng auf dem Teller. Aber hier, Leute, nichts trocken. Ja. Wie sagt der Klaus immer, gültiger Versuch.
Ja. Herrlich. Saftig. Die Haut sauber. Auch mit dem Glaze. Ja, Ahornsirup und Bier, das langt zu, wenn man da mal drüber streicht. Einfach nur klasse. Wunderbar. Garzeit ungefähr so 1,5 Stunden bei einer Raumtemperatur, Innenraumtemperatur bei 180 bis 220 Grad, das ist okay. Ab und zu kann man es auch mit dem Deckel auf im Drehspieß drehen lassen. Man hat fast keine Arbeit damit, also das ist ganz easy eigentlich zu machen. Ja, Temperatur beachten. Mehr braucht er nicht. Und ab und zu mal schauen, dass es nicht verbrennt. So. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar. Und damit ihr in der Zukunft keine Folge verpasst, würde ich euch empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren. Ansonsten sehen wir uns wie immer, wenn es wieder heißt, euer Team von Sackpfeife Barbecue Weimar. Macht's gut, Freunde. Tschüss.